Ja, also ich beziehe mich in dem Falle jetzt tatsächlich auf die Corona-Krise, weil das für mich, sagen wir mal, wirklich schon eine neue Art von Krise war, die ich vorher und wir alle vorher nicht so in der Form kannten. Und ich habe mir eigentlich eine Aufgabe gestellt, die mich eigentlich da ganz gut durchgebracht hat, nämlich jeden Tag die Nachrichten aufzunehmen, was aber jetzt mich immer noch begleitet und mich jetzt schier in den Wahnsinn treibt. Aber ich wollte eben diese Krise auch begreifen. Ich wollte irgendwie das, was einem erzählt wird, und irgendwie auch begreifen. Und das kann man auch sagen, dass es eine Art von kreativer Umgang oder Therapie war oder wie auch immer, weil ja.